Und seid damit wieder ganz, ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rollercoaster Tycoon Classics in der Mission Luffy Lake. So, es ist wieder mal passiert, der Computer ist wieder mal abgestürzt. Ich habe aber so einen Verdacht, dass es am Bildschirm liegt, weil der geht immer an, aus und wenn der Bildschirm schwarz ist, sieht man auch so kleine rote Punkte und der knistert auch ganz schön so. Also ich glaube, das müsste irgendwie damit zusammenhängen, weil anders kann ich mir nicht erklären. Und das ist ja ständig, ist das ja so. Alter, kann ich mir nicht vorstellen, irgendwie erst neu gekauft im Bildschirm, ey, der wäre auch teuer genug gewesen. Gut, nichtsdestotrotz, wir sind jetzt im März 3 angelangt. Wir waren ja schon ein bisschen weiter gewesen. Wir werden eine Geisterhose noch kriegen. Das Ding werden wir bauen. Und jetzt mal gucken, wann das rauskommt. Und, ah ja, wir müssen vielleicht. 5. März. Okay. Da haben wir Spukhaus. Sehr schön. Gudi, denn Horrorstil. Ja, lass mal so in Euro kommen, hier, zack. Hey. Eröffnen. Und wir zahlen wieder. Ich spule jetzt mal ein bisschen vor. Der ist hier. Mann. Thank you.
So, nee, wir machen jetzt den Läden und Stände. Ich spüre mir wieder ein bisschen vor. Damit wir den Park nachher auch bald abschließen können. Oh, ich denke mal, wir werden nichts mehr weiter bauen. Wir werden jetzt so den Park jetzt noch lassen, weil wir haben es ja so weit es geht ja geschafft. Wir haben über 1000 Besucher. Wenn wir jetzt so ein bisschen runter gehen, auch nicht so schlimm. Weiter im Schacht. Bürgerbar. Komm her, komm her. Drift wird es ausgefallen. Souvenirstand. Eröffnen. Hier ist es besonders schlimm. Also ich würde ja sagen, dass hier patrouillierst. Und dass wir dann diesen Park auch bald abschließen können. Und lange kann es ja nicht mehr dauern. Also jetzt kommen die ganzen Meldungen, dass
die meisten Sachen defekt sind. Zeig mal. September. Gut, dann kurz Heckkomprimierung machen, lass mal durchlaufen. So, wir haben Oktober. Der Oktober ist angebrochen. Und zwar haben wir jetzt den 7. Oktober. Jetzt lass mal das Spiel so durchlaufen. Und ich würde sagen, wir haben den Park auch gut gemeistert. Also, das ging. Also, ich muss gucken, ich werde jetzt ein bisschen zu jetzt zusammensparen wieder. Und dann werde ich mir bald einen neuen Bildschirm kaufen. Also, Alter, der trinkt ja. Hoppa, da. Das wollte ich nicht.
gebastelt. Gut, ja, gut. Da haben wir auch nicht so jetzt hier uns auf jeden Fall halten. Ah, recht so. Also, es läuft, es hat geklappt. Wir haben den Park geschafft. Also, noch nicht ganz, aber. Wir haben die Parkbewertung, ist da. Ne, von 999. Und die Besucherzahl haben wir auch. Also. Also was soll der noch schief gehen? Das war jetzt Oktober noch. Gut, das war also die Mission Lucky Lake. Sehr schön, sehr schön. 24. Oktober, nein, das ist noch in der Woche. Also knapp in 3 Minuten, also bin durch und dann. Boah. Souvenirstand hatten wir ja auch gehabt, ne? Was sagt Popcorn? Was haben wir mit denn? Boah. Ja, schon Popcorn und Popcorn. Zuckerwatte. Ja, sehr schön. Hier ist das Souvenirstand. Und die verkaufte Reise. Schwimmen. Und da haben wir die Schacht im Park. Sehr schön. So. War die Mission Luffy Lake. Warum denke ich immer Luffy Lake? Ich weiß nicht, was ich auch immer gesagt habe. So, gut, dann haben wir den Park geschafft. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir gucken mal rein, was der nächste Park sein wird. Wir verlassen. Ja, warte mal. Ich würde sagen, wir gucken dann nachher mal rein. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Rollercoaster Tycoon wieder. Also, habt einen schönen Abend, schönen Tag. Und ich sage Tschüss. Rein, ihr Lieben.